tatsächlich. Also auf jeden Fall etwas, was Nero sehr appreciaten könnte. Nur Daniel bleibt auf Robin, haben wir heute ja schon gesehen. Und Nero wählt seinen altbekannten Signature Character Snake. Und die Crowd fiebert schon mit. Und wir starten gleich in die erste Runde vom Set. Robin gegen Snake. Ja. Auf PS2. Kann mir gut vorstellen, dass Robin gut klarkommt gegen Snake, denn er ist... Oh, kommt zurück. Noch gut. Robin ist nicht ein Charakter, der wirklich für die krassen Kombos im Gegner geht, sondern immer so die Two-Hit-Situations, und ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren gegen Snake. Ja, tatsächlich. Wir werden es sehen. Jetzt wichtig ist für Nero natürlich einfach ein Prozent-Lead zu haben. Oh wow, hat schon fast gekillt. Ja. Oh. Ja. Oh. Lässt sich dann da catchen. Nikita. Macht kleine Kreischen. Ja, Daniel aber sehr patient am Start. Muss man gegen Snake vermutlich auch sein. Beide aber schon auf hohen Prozenten. Geht mit Snake im Game natürlich immer schnell. Oh, und killt damit. Und damit hat Nero schon den ersten Stock geholt. Man sollte immer die C4 im Auge behalten. Ja, aber Noah Daniel hat jetzt dadurch nicht so viel Probleme gehabt, denn er hat den Stock ziemlich schnell wieder zurückgeholt. Wow, schöner Spike von Edi. Ja. Also das Game läuft anscheinend sehr schnell. Edi hat gar keine Lust, da irgendwie zu warten und möchte es ziemlich schnell beenden. Schauen wir mal, ob der nächste Kill auch so smooth funktioniert oder ob es Noah Daniel ihn jetzt ein bisschen schwieriger macht. Also Darting gerade wirklich bei relativ niedrigen Prozenten früh gekillt mit dem Spike. War gut. Noah Daniel verwirft seinen Beam hier. Lässt sich dann doch vom Leider da treffen. So, Neutral Beast gecharged. Oh. Snake sieht so lustig aus, wenn er crowd. Oh, Kill mit dem Backthrow. Überraschend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. War vielleicht nicht ideales DI. Man weiß es nicht. Catcht nicht mehr. Oh, was das killt? Ah, nein, doch nicht. Oh, die zweite nein! aber jetzt. Ja. Nicht schon wieder. Hätte mich gewundert, hätte die jetzt nicht gekillt. Damit holt sich Nero den ersten Punkt. Das Game ging irgendwie recht rasch, beziehungsweise es ist so viel passiert. Ja, oder rasantes Game. Ja, aber ich glaube, ist immer so, wenn man Snake zusieht. Ja, wie gesagt, es explodiert alles. Überall in jeder Ecke passiert irgendwas. Man weiß nie, wo man hinsehen muss. Auf einmal liegt dann eine C4 und dort drei Granaten. Also, du kannst dich dort nie satt sehen eigentlich. Und es gibt immer was zu sagen. Die beiden suchen jetzt die nächste Stage aus. Und dann sehen wir gleich, wo es weitergeht. Vermutlich bleiben beide auf ihren Champions. Champions? Character, Mann. Robin, Character. Egal. Who cares? So, ja, sie werden nicht switchen, sie bleiben bei der Charakterwahl. Es war auch knapp, es hätte genauso für Noah Daniel ausgehen können, jedoch der eine Spike hat Nero sehr weit vorgebracht im ersten Game. Also, hätte Nero den Spike nicht bekommen, hätte das Ganze komplett anders aussehen können. Definitiv. Wow. Noah Daniel startet recht solide ins erste Game, hat ihn da gespiked, jedoch von der Stage abgeprallt. Ja, war wahrscheinlich sein Glück. Oh, das wird noch nicht ganz killen. Ja, Noah Daniel möchte jetzt echt beweisen, dass Nero gar nicht so ein krasser Gegner sein muss, holt sich damit schon ins Stock-Lead und hat selber recht wenig Prozente, also wird sehr kritisch für Nero werden, wenn er jetzt nicht gleich anzieht. Oh, und Offstage wird auch getroffen. Oh, da könnte er. Nee, okay. Ja. Beide versuchen vorsichtig was rauszukriegen, nicht overcommitten. Oh, die Nate. Alle Gelder verkettet. So, Nikita diesmal. Okay, Nikita avoided mit der Neutral B. Ja, gerade. Sah komisch aus, aber wow, schön gemacht. Noah Daniel spielt wie ausgewechselt. Nero croucht durch, aber lässt sich dann beim Aufstehen hitten. Oh.
Ja, also Nero muss jetzt auf jeden Fall schauen, dass er jetzt langsam den Kill kriegt. Noah Daniel befindet sich nämlich auf 160, fast 170. Okay, damit schafft er es endlich. Hat selber aber 100%, also jetzt darf Nero nicht komplett bonkers spielen, sondern muss sich konzentrieren. Oh. Okay. Oh. Die Nate hittet. Oh. Okay. So, jetzt. Beide Hyper-Send und schon wieder mit dem Up-Tilt. Schön gemacht von dem. Up-Tilt darf nicht unterschätzt werden. Der Move ist viel zu strong. Wow! Oh mein Gott, das wär's gewesen. Ich glaube, das hätte sogar gekillt. Ja, wahrscheinlich schon. Das war viel zu knapp. Also nur Daniel muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. So eine Situation darf er nicht nochmal. Oh. Nikita, diesmal hat er daraus gelernt. Nochmal treffen lässt er sich nicht. Oder auch doch. Oh. Wow. Schöner Beam killt noch nicht ganz. Oh. Und da hat er keinen Jump mehr gehabt. Oh Gott. Aber damit holt sich Nero die zweite Runde auch. Ja, somit 2-0 für Nero. Ja, war sehr chaotisch. Nero ist ja auch, glaube ich, gestorben am Ende noch. Aber hat ja noch einen Stock übrig. Kaiser hat zwei Stocks Kaiser gestorben. Aber ja. Nur Daniel ist mit ihm untergegangen und für ihn war es leider sehr kritisch, weil er nicht mehr so viele Stocks hatte. Nicht mehr so viele, eher so null. Ja, danach hatte er null, davor hatte er nur einen, im Gegensatz zu Nero, also war sehr gut für ihn. Und es geht schon weiter. Ich meine, Nero ist eh wack, aber er führt gerade. Upset, Nero. Scheint das egal zu sein. Ja, er startet auch schon wieder nicht so schlecht und haut mal ein Prozent drauf. Mhm. Für Snake ist es natürlich immer sehr angenehm, wenn du ein Prozent-Lead hast, weil meistens wird man auch von seinen eigenen Nades gehittet. Und dann ist es nicht so schlimm. Deswegen sehr gut. Oh. Schön. Schön die No-U-Card verwendet und die Grenade wieder zurückgeworfen. Zurück zum Absender. Wow, oh, wow, das schöner klingt. Erster Stock. Ja, sehr solide von nur Daniels Seite hier. Nero darf das nicht passieren lassen, wenn er noch das Game gewinnen will. Hat aber allerdings zwei Wins im Voraus, also kann er sich kleine Malörchen passieren lassen. Im Gegensatz zu einer... Oh! Oh, was? Oh Gott, was ist da wird passiert? Wird es der Freestock? Let's go, Noah Daniel. One more stock. Also, das ist sehr... Oh, Nero darf das auf jeden Fall jetzt nicht sein lassen. Also, er muss jetzt konzentriert bleiben. War... Vielleicht ein bisschen zu übermutig. Oh, schön. Oh. Schöne Down-B, hielt er ordentlich hoch. Ja. Neutral B connected auch, somit auch Percent Lead. Oh, das könnte und kritisch werden. Das ist die Chance und das wird sein. Er holt sich damit dominanter Freestock von Noah Daniel. Ja, holt sich damit sein erstes Game und geht damit 2-1. Nero hat immer noch die Chance auf jeden Fall. Allerdings muss er jetzt anziehen, weil Noah Daniel kommt ran. Klar. Langsam wird's gefährlich. Also wenn Noah Daniel jetzt einfach dasselbe nochmal macht, hat er nochmal gewonnen. Ja, also Nero darf sich jetzt keine Fehler mehr passieren lassen. So schnell zu sterben offstage dürfte nicht nochmal sein. Allerdings also hat er ja rein theoretisch noch einen Puffer übrig. Er ist ja noch ein Sieg voraus. Klar. Und nur Daniel bräuchte noch zwei, Nero nur noch einen Sieg. Allerdings wird es jetzt sehr wehtun, wenn er das jetzt lost. Also hoffentlich nochmal mit gutem Mental und sehr Konzentration für beide Spieler ins Game starten. Beide bleiben natürlich bei ihren Main-Charaktern. Oh, und nur Daniel gleich offstage. Bekommt noch die Rocket hinterhergeballert. Beide Spieler relativ even im Prozent jetzt. Jetzt nicht mehr, nur Daniel hat das gut gemacht. Oh, okay. Das Schwert ist, glaube ich, abgeblockt gerade. Oh. Also Noah Daniel immer noch im Lead. Ja, aber wie gesagt, Snake ist schon... Oh, Becker killt noch nicht ganz. Snake fliegt wie ein Vogel. Ja, wird nicht gepunished fürs Landing. Ja. Oh. Aber jetzt, erster Stock von Nero weg.
hätte jetzt nicht gedacht, dass das kill. Reverse Sweep 3-0 haben wir heute, glaube ich, einmal gesehen bisher. Ja. Ist machbar. Ist machbar. Nero will natürlich vermutlich nicht, dass das passiert. Nur Daniel hofft wahrscheinlich drauf. Aber ich weiß, wenn Nero unter Pressure ist, spielt er schlechter. Ja, er hat doch ein recht labiles Mental manchmal. Also hoffen wir für ihn. Oh, und damit holt er den Stock-Ausgleich. Beide auf 2 Stocks. Nero aber mit 40% ein bisschen höher zumindest. Kann es aber mit Snake vermutlich sehr schnell wieder ausgleichen. Oh, schön, noch mit der Rocket getroffen. Oh, gut getaggt. Jetzt, Snake offstage? Nein. Nein, Snake onstage. Ganz wichtig für Nero. Springt da in die Nikita rein. Sie hittet noch. Oh Gott. Macht es ja nicht, Nero. Mein Herz. Es ist knapp. Ja, viel zu knapp. Beide sind auf ungefähr selben Prozent. Nur Daniel jetzt ein bisschen höher, aber es hat nichts zu heißen. No. Oh, Nero schöne Backer. Oh, damit geht Nero im Nero Prozent. So mit dem Stocklead. Stocklead. Hat aber die Frage ist, wie lange? Ja. Neutral B ist gecharged. Und 130% auf Nero ist sehr gefährlich. Jetzt 140, da killt fast alles eigentlich. Also jetzt darf kein Fehler passieren, sonst war es das mit dem Lead. Er sollte jetzt wenigstens noch ordentlich Prozente raufkloppen, damit das später was bringt. Oder am besten das Game closen, was natürlich viel besser wäre. Oh. Okay. Schöne. So, der Beam ist ready. Er kann den Stock closen. Viel wird nicht fehlen. Jetzt. Oh. Oh. Das war's. Schön. Ja, schön gemacht. Holt damit Nero. Schön. Gar nicht hesitated. Wusste klar, wo er hinschießen muss. Bei so einer Situation darfst du auch nicht zögern. Das kann den Win kosten. Aber nur Daniel zeigt dir, dass er eindeutig den Willen dazu hat. So, jetzt. Oh, die er ist offstage. Nein! Oh mein Gott, was? Oh. Das sah aus, als wär's vorbei gewesen. Ja, aber hat er gut gelöst. Und der Abtilt. Damit gewinnt Nero 3 zu 1. Die Menge rastet aus. Schön gemacht von WAG Nero. Ja. 3-1. Aber beide Top, Spieler haben... Das war Top 16 Qualifier gerade, oder? Ja. Schön.